Ich möchte mal ein klein wenig in Erinnerung schwelgen. Also, hi, mein Name ist Elena und ich bin jetzt 23 Jahre alt. Und heute ist mein offiziell, ja, mein erstes Jahr YouTube vorbei. Wow, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das mal passiert. Und ich bin auch jemand, ich gebe es zu, ich gebe bei Sachen schnell auf. Also ich kenne niemanden, der so auch schnell sagt, ja gut, dann lasse ich es. Und vor einem Jahr habe ich ehrlich gesagt sehr lang gedacht, Gott, wahrscheinlich wird dieses YouTube-Ding, diese Leidenschaft, dieses Engagement maximal einen Monat halten. Als dann mein erster Monat vorbei war, habe ich gedacht, ja, jetzt geben wir mir noch mindestens, vielleicht noch 5 Monate, aber dann ist es vorbei. Und vor allem, ich habe es gedacht, dann hört dieser Spaß, dieses wirklich mich darüber freuen, diese Videos zu machen, auf. Und ja, dann ist die Zeit vergangen und vergangen und ich habe für jede Woche ein Video hochgeladen. Manchmal habe ich auch noch ein paar Vlogs hochgeladen. Meine Adventsspezials, mein Halloween-Spezial. Gott, ich habe da so viel in den letzten Jahren erlebt, dass ich ehrlich gesagt, als ich jetzt gestern oder vor einer Woche das erste Mal auf den Kalender geguckt habe und gesehen habe, ja, es ist ein Jahr vergangen, ehrlich gesagt, so da gesessen bin. Nein, es ist wirklich ein Jahr vergangen. Und ja, es war einfach so dieses wirklich baff sein. Und was ich bis heute euch noch nicht erzählt habe, was ich aber schon lange erzählen wollte, war, mein erstes Video ist in etwa so entstanden, dass ich, ja, ich habe damals ja angefangen, erstmal Videos für meinen Bruder zu drehen, damit der nicht, also der war ja verreist, und dass der dann eben trotzdem mitbekommt, was bei uns alles so ist. Und habe dabei entdeckt, dass mir Videodrehen total meine Leidenschaft ist und mir Spaß macht. Und dann habe ich auf jeden Fall wollte ich weitermachen, auch wenn er dann schon wieder da war. Und habe ich mir gedacht, gut, was könnte ich machen, wenn ich da war? Es ist wirklich schwierig, sich zu konzentrieren, wenn die Mutter, die ständig gerade im Hintergrund hin und her latscht. Ja, aber auf jeden Fall habe ich dann überlegt, was könnte ich machen? Und dann habe ich eben erstmal ehrlich gesagt noch zwei, drei Videos auf YouTube, auf Facebook hochgeladen. Einfach so. Ja, in denen ich so ein bisschen mal testen wollte, was zu mir passt, was nicht passt. Die habe ich dann auch meinen Eltern gezeigt immer und dann habe ich sie hochgeladen und ja. Dann am 1.9.2015 habe ich mich entschieden, naja, gut, nee, es war am, ich bin jetzt nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall einen Monat davor. Habe ich dann angefangen, was könnte zum Beispiel mein Name auf YouTube sein? Weil da habe ich überlegt, ich gehe auf eine andere Plattform. Also Facebook ist mir dann doch etwas zu klein gewesen und dann wollte ich einfach auf eine etwas größere Plattform. Und dann habe ich auf jeden Fall überlegt, ja, wie könnte mein Name dort sein? Was könnte ich da für Themen haben? Und dann habe ich auch, wie gesagt, Testläufe gemacht und irgendwann habe ich dann einfach diesen Namen gehabt, Ella Bella Floor. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ein toller Name, aber wer weiß, irgendwo da draußen gibt es nochmal eine Elena, die auf diese Idee kommt. Und dann habe ich mich auf jeden Fall entschieden, jetzt muss ich mich beeilen. Und dann habe ich am 1.9.2015 dann meinen Kanal sozusagen, glaube ich, gestartet. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau, aber ich glaube, es war der 1.9. Und dann habe ich da auf jeden Fall Ella Bella Flor eingegeben, weil ich nicht mehr wusste, wie man Flör schreibt. Oh Gott. Und ich war so stolz drauf, dass ich das ohne Hilfe eingegeben habe und bin mir dann so wie ein Mops vorgekommen, als meine Mutter gesagt hat, da steht aber Flor. Da bin ich so da gestanden. Auf jeden Fall ging es dann weiter mit, dass ich dann 8 Tage habe ich gar nichts gemacht. In den 8 Tagen habe ich überlegt, was könnte ich erzählen, was könnte interessant sein, worüber könnte ich überhaupt reden. Und dann nach 8 Tagen ist mir dann tatsächlich, habe ich dann irgendwann mich hingesetzt mit diesem Gedanken, naja, sei es drum,
Schlimmer als, dass es keinen interessiert oder schlimmer als, dass du überhaupt nichts irgendwie damit erreichst, kann es nicht sein. Habe ich einfach nur mir überlegt, gut, jetzt drehe ich ein Video, in dem ich einfach mal sage, hallo, ich bin. Und erzähle einfach mal den Leuten da draußen, wer ich bin. Und ja, das Video hat jetzt, also nach momentanem Stand, 216 Aufrufe. Und ehrlich gesagt, sind es damit schon 215 Aufrufe mehr, als ich je erwartet hätte. Und ja, ich habe damals dann auf jeden Fall dieses Video direkt nach dem Fertigstellen direkt hochgeladen. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, sei es drum, jetzt solange du noch den Mut hast. Und dann habe ich das hochgeladen. Und ja, dann bin ich ehrlich gesagt erstmal in so ein, ups, was habe ich da jetzt gemacht, gekommen. Weil ich habe ja bis dato noch nie irgendwo oder irgendwem gegenüber erzählt, dass ich ein Asperger bin. Und dann habe ich mir so gedacht, oh Gott, jetzt kannst du die ganze Welt erfahren und was mache ich jetzt und überhaupt? Und ich habe es meinen Eltern ja noch nicht mal gezeigt. Und dann war meine zweite Reaktion, ich bin im schnellsten Eilschritt zu meinen Eltern gerannt und habe denen dieses Video dann gezeigt. Und ich weiß noch, bis heute, mein Vater hat geguckt, wie der Fisch, wenn es blitzt. Und meine Mutter, die war auch nicht gerade, hat einen anderen Blick drauf gehabt. Und dann war es irgendwie, das war dann der Anfang. Das war einfach der Anfang von was Großem, was mir jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich viel auch gegeben hat. Weil in diesem Jahr habe ich mich so viel entwickelt, wie in den letzten paar Jahren zusammen nicht gefühlt. Und ja, es war ein wirklich tolles Jahr. Und das klingt jetzt so voll nach dem Motto, und jetzt bin ich raus, also ciao. Aber nee, es ist einfach nur der Anfang von was. Weil ich werde jetzt sicher nicht aufhören, ich werde jetzt weitermachen, weil ich möchte auch noch viele weitere so viele schöne Jahre haben. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr da draußen auch mit dabei seid bei den weiteren Jahren und dass ihr genauso Spaß an den Videos habt, wie ich es beim Produzieren oder beim Drehen. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall uns allen noch eine wundervolle Zeit auf diesem Kanal. Und gut, was wollte ich noch sagen? Ich wollte euch auf jeden Fall noch so eine kleine Zusammenfassung geben, was sich bei mir geändert hat. Also die größte Änderung, die ich für mich entdeckt habe, war, nachdem ich gesagt habe, das erste Mal, ich bin ein Asperger. Und das war wirklich das erste Mal in diesem Video, dass ich es persönlich gesagt habe. Bis dato habe ich es nie ausgesprochen. Habe ich gemerkt, es wird mit jedem Mal sagen einfacher. Und irgendwann geht es dir einfach nur noch so, merkst gar nicht mehr. Gut, oft sage ich immer noch, ich bin ein A, aber es ist schon viel weniger geworden als noch vor ein paar Jahren. Bin ich sehr viel aktiver geworden. Ich gehe jetzt, ich lebe viel mehr, wenn man so will. Früher bin ich so jemand gewesen, ich hatte nichts, was ich irgendwie, kein Hobby, keine Passion, kein irgendwas, was mir sozusagen einen Spaß gemacht hat. Und jetzt habe ich was gefunden, was mir so viel Spaß macht, dass ich irgendwie dadurch auch angefangen habe, ich will die Welt neu entdecken, einfach nur, um dann wieder ein Video drüber zu machen, wie die Welt sich verändert hat. Und ja, dann auch noch so eine Sache, die sich verändert hat, im eher negativen Teil. Ich habe auch eine Freundin verloren, aber naja, passiert halt. Ich muss auch zugeben, ich bin im Moment nicht engagiert, neue zu finden, weil ich einfach viel zu sehr damit beschäftigt bin, die Welt zu entdecken, zu leben und immer noch Haarprobleme zu haben. Das wird sich auch wahrscheinlich nie ändern. Es tut mir leid, aber dieses ewige Fummeln in den Haaren, das ist auch so eine chronische Sache, wie es scheint. Ja, was hat sich noch geändert? Ich bin jetzt ein Jahr älter geworden. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell die Zeit vergeht. Und ja, gefühlt erst gestern bin ich 22 gewesen und heute schon 23 und wow. Ja, dann, was ist noch so passiert in diesem Jahr? Es war einfach ein fantastisches Jahr. Ich möchte sagen, es war eins der schönsten Jahre, die ich erlebt habe. Und ich bin richtig froh für jeden, der daran teilhaben wollte und jeden, der daran teilhaben konnte. Und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass ihr noch die nächsten Jahre dabei seid. Und ich hoffe auf jeden Fall auch ganz doll, dass wir dieses
Jahr, das jetzt kommt, bis nächstes Jahr zum 9.9. ein tolles Jahr zusammen haben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder. Dann wieder mit einem normalen Thema. Dann auch wieder am Freitag und dann wieder am Mittwoch und dann wieder am Freitag. Wie immer halt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ihr könnt mir auf jeden Fall schreiben, was euer Highlight dieses Jahr war. Gut, ich weiß, es ist jetzt nicht der, ist nicht Neujahr und man kann nicht so richtig einen Jahresrückblick machen, aber für mich ist jetzt irgendwie gerade das Ende eines Jahres. Also, was war bei euch so los? Oder ja, ihr könnt mir schreiben, was ihr euch bei meinem Kanal noch fehlen würde oder was ihr gerne sehen würdet oder was ihr gerne noch so, ja, von mir erfahren wollt oder welche Themen euch noch interessieren würden. Das ist ja auch nicht unbedingt was ich bisher so gemacht habe. Ich könnte euch mal fragen, welche Themen interessieren euch denn so? Ja, und ja, ich weiß sonst auch nichts mehr. Ihr könnt mir auf jeden Fall schreiben auf Twitter, Facebook, auf meiner E-Mail. Das ist nämlich die bell.riedmeier@outlook.com. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss!